Weit gegrüßt und willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir werden nun jetzt den Sektorbefreiung, Befriedung weiter voranschreiten. Die Legion wird wieder voranschreiten und in die Schlacht ziehen. Ein Sklavenhändler. Ihr kommt auf der Straße an vielen Reisenden vorbei, von denen die meisten eure bewaffneten Trupp nicht weiter beachten. In einer Siedlung mit einem überraschend lebendigen Markt werdet ihr von einer Gruppe Händler, die Servi anbieten, eingekreist. Sie wirken nicht gerade freundlich. Reden wir über die Preise. Ne, wir haben eigentlich genug Sklavenhändler. Quatsch, wir haben genug Sklaven. Ich mag nicht, wie sie mich ansehen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Es ist ziemlich eindeutig, dass sie euch nicht mögen. Zum Glück mögt ihr sie auch nicht. Sobald ihr den Angriffspegel begebt, wird klar, dass eure Prätorianer das Gefühl teilen. Defensive Formation. Lasst sie ihre Kräfte erschöpfen. Auf euren Befehl hin bilden eure Prätorianer mit gehobenen Schilden eine Formation, um sich zu schützen. Ihr kämpft hier nicht gerade gegen eine disziplinierte Armee und der wirre und desorganisierte Angriff ist leicht abgewehrt. Oh nein, Zita hat ernste Verletzungen am Kopf erlitten. Euer Feind ist unerschöpflich und der Kampf zieht sich eine Weile hin. Gaius Fubius Zita trägt von einem geworfenen Stein einen schweren Treffer davon und muss aus der Formation genommen werden, aber die restlichen Prätorianer schließen rasch den Schildwall. Schließlich hat der Mob sich ausgetobt und verstreut sich wieder. Ihr könnt euch neu formieren, sicher gehen, dass alle eure Besitzer immer noch da sind und weiterreisen. Okay, schade, ich habe ein bisschen auf Loot gehofft. Na gut, vielleicht gibt es ja hier noch eine Loot-Möglichkeit. Da ist eine Kiste aufgeploppt. Ah ja, hier müssen wir noch behandeln lassen. So, dann schauen wir mal, wo hier die Stadt zum Einnehmen ist. Die ist hier. 3000 Männer. Wir haben gerade mal nur 3400. Eieiei. Dann reisen wir mal jetzt hier durch, gucken, wo noch weitere Städte sind, die vielleicht etwas schwächer sind. Hier ist noch eine Truhe. Die Nagetiergefahr. Nagetiere sind überall ein Problem, wie es scheint. Als es wieder einmal Zeit für eine Mahlzeit ist und ihre Ration öffnet, bemerkt ihr, dass gleich mehrere der Säcke von winzigen Zähnen aufgenagt wurden und der Inhalt gefressen wurde. Rationen minus 5. Man könnte ja meinen, dass all die streunenden Katzen in Griechenland euch hier aushelfen würden, aber offenbar füttern die Einheimischen sie schon genug. Warum sollten sie sich da anstrengen, um Mäuse zu jagen? Naja. Apropos, wir könnten eigentlich nochmal jetzt hier. Nee, ich wollte eigentlich hier den Jagdgrund. Okay, das hat wohl nicht hingehauen. Dann holt ihr hier Nahrung. Hier ist noch eine Kiste.
So, Kiste hier entdeckt. Oh, sehr schön. Guter Talisman. Sieht doch gut aus. So, Basisschaden. Die Lebensenergie. So. Schwert gut. Wuchtschaden. Hiebschaden, Ausfall. Okay, der passt schon so. Dann gehen wir zum Lager zurück. Stocken mit dem restlichen Geld unsere Armee auf. Hier ist gegnerische Armeestärke 2900. Und dann geht's ans Eingemachte. Dann können wir den Schwerverletzten auch direkt hier in die Krankenstube packen. Gleichgültig, erfreut. Okay, keine wirklich neuen Rekruten bekommen, sind auch alle so im geringen Levelbereich. Wenn wir jetzt hier die Auffrischung durchführen. Kommen wir dann. Können wir noch weitere Rationen verkaufen? Mal schauen, wie der Preis passt. Aber. Machen wir nochmal 300 Rationen, 1500. Oh, wir können nur 150 Rationen, aber gut. Dann direkt neue Männer anwerben. Alles ist ruhig. Bitte, entschuldigt. So, dann haben wir ja sogar fast die volle Stärke jetzt. Bitte mich. Zu euren Diensten. Dann können wir ja losmarschieren. Brauchen wir jetzt nur noch zwei Sektoren. Die Schlacht beginnt. Nehmen wir direkt ihn hier wieder, weil wir Überlebenschance 100% haben. Ausgedehnte Linie. Und wir werden die Pilar werfen. So, das Wetter ändert sich. Da werden wir in Deckung gehen. Legionsmoral erhöht sich. Und da haben wir auch schon Sieg. Armeemoral. Möchte ich direkt neue Männer.
Zerstreuungsgrenze schaffen wir sowieso nicht. So, sehr schön. Sendet eure Legion aus, um Nikomodia zu befrieden. Haben wir doch hier. So, jetzt hier. Region befrieden. Kosten 200 Denari. Haben wir ja noch gerade so. Stecht die einheimischen Anführer mit Reichtümern jenseits ihrer Vorstellungskraft, damit sie die Kontrolle über die Region abgeben. Ja, das ist mir sinnvoller, als jetzt so aggressiv vorzugehen. Was ist hier oben? Diese Region wurde von Krankheiten heimgesucht. Stellt medizinische Hilfe zur Verfügung, um das Vertrauen der Einheimischen in dieser Region zu gewinnen. Oh, das machen wir doch. Wir haben noch genug Medizin. Hektor erobert. Das ist doch schön. Brauchen nur noch einen einzigen. Wir bekommen Sklaven. Ich möchte aber gerne... Proviant holen. Wohl brechen wir mal eben ab. Wie viel Stärke haben die jetzt hier? 4000, euerei. Da müssen wir einiges an Geld uns holen, um unsere Legion nochmal stärker aufzustocken. Ich denke, da werden wir hier die Händler abgrasen. Alles Mögliche in Denari umtauschen. Und dann sehr stark die Legion ausstocken. Das scheint mir am sinnigsten zu sein. Oh, da ist sogar noch eine Eisen... Nee, ein Steinbruch. Holzfäller. Ah, wir können gar nicht die Schmiede mehr ausbauen in dieser Region. Haben keine Eisenmine mehr hier. Naja. So, der Strand entlang der Küste reisen hat seine Vorteile, darunter auch die Entdeckung der zahlreichen Buchen des Algemere. Ja gut, dann rasten wir hier und schwimmen ein wenig. Ihr fühlt euch schwerelos im Wasser, besser als jedes Badehaus, das ihr jemals besucht habt. Während ihr in der kleinen Bucht schwimmt, könnt ihr spüren, wie Schwärme von Fischen sanft eure zahlreichen Narben und Wunden anstupsen und den Schmerz lindern. Für eine kurze Zeit vergesst ihr mit euren Prätorianern den Krieg und alles, was dazugehört, und könnt euch entspannen. So, dann mal auf Shoppingtour gehen. Geld für mehr Legionäre. Dann spreche ich jetzt mal alle Händler hier an. Ich habe Gewürze aus der ganzen Bekannten. Die klugen Kunden. Seid ihr sicher, dass ihr meine... Ah, ich denke, wir können direkt zu Kalis durchgehen. Eben noch im Meer, bald auf eurem Teller. Guten Tag, Römer.
Willkommen in Nektarium. Alles, was im wollt ihr Fisch kauft für die ganze Legion, solltet ihr zu... Wir können unser Geld jetzt nicht hier lassen. Dann müssen wir, glaube ich, zum Tempel von Apollon. Da waren ja auch nochmal Händler. So, hier ist der Tempel von Apollon. Wo könnte dann die Legion noch Nahrung herholen? Hier, ne? Jagdgrund. Sehr schön, eine Kiste. Gebt mir eure Denari. Brauche Geld für mehr Männer. Es ist gut, euch wiederzusehen. Was braucht ihr? Ich glaube hier. Der hatte was. Guten Tag, Ehrenwerter. Ihr habt uns Theophilus vom Hals geschafft, oder? Ich mochte Zenobia. Oh, der hat nur 640 Dinari. Na klasse. Gibt direkt alles. Gut, dann zu unserem eigenen Lager nochmal zurück. Vielleicht hat der Händler vor Ort am eigenen Lager wieder neue Ware. Neues Geld, meine ich damit. Aber dann sollte es ja wohl hinhauen. Mit der Größe der Legion. Als ihr auf einen engen Bergstraße um eine Kurve biegt, seid ihr überrascht, als ihr auf einen jungen Mann trefft, der neben einem kleinen Karren steht und auf euch zu warten scheint. Als er euch sieht, winkt er euch zu. Ihr erkennt ihn als einen der Akolyten des Priesters Avaris, den Priester der göttlichen Visionen, erhält. Der Akolyt behauptet, er habe aus einer Vision von Avaris gewusst, dass ihr hier durchkommen würdet. So langsam vermutet ihr, dass die Informationen, die Avaris besitzt, auf irgendetwas Handfestes basieren als göttliche Versionen. Aber das ist nur ein weiterer Grund, dem Akolyten genau zuzuhören. Als er einen anderen bevorstehenden Angriff durch Verbündete des Mithridates beschreibt, ihr neues Ziel ist Nikomedia. Gut, wir schicken einen Prätorianer, um die Legion zu warnen, damit sich die Männer auf den Angriff vorbereiten können. Hier, geh mal los. Hier schreibt Quintus Velenius einen kurzen Brief, den er mitnehmen soll. Er reitet zur nächsten Garnison der Legion, um sie auf den Angriff vorzubereiten. So, welche Region? Da, die wird angegriffen. Okay. Passt ja, da reisen wir eh hin. Und die Legion kommt dann auch später dahin wieder zurück. Da ist die Legion. Sammelt alles von Wert ein.
Und neue Soldaten. Eure Weisheit ist ehrfurchtgebietend. Dank euch hat sich mein bescheidener Stand in einen ausgewachsenen Markt verwandelt. Es ist einfach herrlich. Ja, das ist doch schön. Hast aber kein Geld für neue Truppen. Mann. Gute Nacht. Ave, Legate. Braucht ihr etwas? So, wir geben 1000. So, 4700 haben wir dann jetzt. Müssen jetzt auf den bevorstehenden Angriff warten. Aber dann sollten wir hoffentlich Asia Minor erobert haben. Dann spule ich gleich mal vor. Je nachdem, wie lange es dauert, werde ich dann schneiden und dahin springen. Die Schlacht. So, dann nehmen wir jetzt ihn. Wieder 100%. Geschützte Flanken. Wir werfen die Pieler. Adversari milites nostram positionem aggrediuntur. Wir wehren die Kavallerie ab. Repellite equites. Also wir würden die Zerstreuungsgrenze erreichen. Das würde ich gerne eigentlich versuchen. Ich hoffe, dass jetzt keiner von unseren Centurios darauf stirbt oder drauf geht. Nee. Meint das nicht gut. So. Der Sieg. ...4600 haben die. Und wir haben 4300, weil viele verwundet sind. Dann werde ich jetzt noch abwarten, bis die Verwundung der Männer, die Heilung abgeschlossen ist. So, da haben wir 4800 schon. Könnt ihr hier nochmal jagen gehen? Mannstärke zurückgewonnen. 19 Stunden. Dann werden wir noch mal das Lager aussuchen. Vielleicht hat unser Händler dann jetzt wieder Geld.
immer noch 4800. Oh, Feinde rücken schon wieder an. Was wird jetzt diesmal angegriffen? Okay, Lucullus Lager wird angegriffen. Das ist dann nicht so kritisch. Werde ich noch bis hierhin rasten. Und dann werden wir schauen, dass wir neue, weitere Soldaten kaufen. In der Hoffnung, dass der Händler nun wieder Geld hat. Tausend Dinari hat er. Sehr schön. Aber. Warum kann ich jetzt keine 1000, ach 4800, ne? Da haben wir jetzt das Maximum. Dann werden wir jetzt nun in den Kampf schreiten. Die Schlacht. So, und hier werden wir dann ihn wieder auswählen. 95% Überlebenschance, das ist gut. Boah, ist aber auch hier schon echt. Es wird eine harte Schlacht. Wir werden geschützte Flanken einsetzen. Begegnung. Hier werden wir die Pila werfen. Feindliche Kavallerie stürmt an. Die gegnerische Moral ist auf jeden Fall sehr weit am Boden. Wir werden die Kavallerie ordentlich abwehren. Okay, wir haben einen Sieg errungen. Unsere Moral werden wir erhöhen. Okay, also wir haben sogar jetzt Erfahrung verloren wieder.
Okay, sehr schön. Der Olivenhain, gewunden im Pfade durch die bergigen Regionen. Machen wir jetzt diesmal umdrehen. Ration minus 14. Okay, so. Wir können hier. Diese Region fehlt es an Infrastruktur. Ihr könnt eurer Legion befehlen, hier auszuhelfen, um das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen. Hier kostet es Geld. Wenn wir jetzt hier die kostenlose Variante nehmen. Da ist noch ein Meilenstein. Sammeln wir ein. Und der nächste Sektor wurde erobert. Das müsste ja Asia Minor jetzt abgeschlossen haben. Sehr gut. So, dann besprechen wir jetzt die Belagerung von Chalkedon. Aber Legatus. Legate, wir haben Nikomedeia eingenommen und die Legio Prima Italica hat die Truppen von Mithridates bei Chalkedon eingekesselt. Der Konsul hat unsere Anwesenheit bei dieser Belagerung verlangt. Richtet dem Konsul aus, dass wir auf dem Weg sind. Ich nehme an, der Konsul wird nach Rom zurückkehren wollen, sobald Chalkedon eingenommen ist. Wenn es noch offene Angelegenheiten in Asia Minor gibt, sollten wir uns darum kümmern, bevor wir uns der Belagerung anschließen. Alles klar. Dann schauen wir nochmal. Nee, haben wir nicht. Gut. Ich denke, der wird jetzt nicht wirklich Geld haben, nein. Neu aufstocken. Salve, Domine. Und so, die Gruppenverwaltung. Fertigkeiten. Wir brauchen nur was. Gut, dann werden wir jetzt voranschreiten. Und dies nun hier beenden. Obwohl, nee, bevor wir das machen, sollten wir nochmal jetzt hier die Eisenmine und so weiter einnehmen. Hier den Steinbruch meine ich damit. Wir werden dann jetzt hier eben alles einnehmen. Da ist auch schon Chalkedon. Okay, Sägemühle. Jetzt nochmal schnell schauen, wie weit wir unser Lager schon ausbauen noch können. Frischlinge und ihre Eltern. So, ich habe jetzt keine Lust auf einen Verwundeten. Eine Ration haben wir eh genug. Was wollte ich jetzt? Stimmt, Lager ausbauen. Werkstatt.
Ja, eine Eisenmine. Wir brauchen noch eine weitere. Hier geben wir eine Eisenmine für auf. Das ist mir zu teuer. Ich möchte endlich die Schmiede haben, um unsere Ausrüstung stark zu verbessern. In der nächsten Folge werden wir zum großen Finale von Asia Minor heranschreiten. Wir werden die große Belagerung durchführen und hoffentlich können wir rechtzeitig Kotta befreien. Werden wir siegreich sein und Mithridates ein für alle Mal besiegen können? Mit euch an meiner Seite werden wir mit Sicherheit zum Ruhme Roms einen Sieg erringen können. Ich freue mich darauf, euch in der kommenden Schlacht wiederzusehen. Habt Dank, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius.